Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe die neue Hukain-Sorte endlich da. Der Cherry Skittles ist bei mir angelangt. Ich konnte ihn ja schon ganz kurz auf dem Weihnachtsmarkt von Hukain testen, aber heute gibt es endlich das ausführliche Review zum Cherry Skittles. Da bin ich wieder mit dem Cherry Skittles. Wie gesagt, heute das Review zu der neuen Sorte von Hukain. Und wie immer, Leute, gucken wir uns als erstes Schnitt und Feuchtigkeit an, danach kurz die Rauchentwicklung, gehen über zum Geruch und abschließend der wichtigste Punkt, der Geschmack. Ich würde sagen, ich blende euch auch sofort mal meinen Kopfbau ein. Ich habe den Kopf leider nur abgefilmt, nachdem er schon fertig gebaut war. Aber ihr seht schon, Schnitt und Feuchtigkeit sind sehr gut. Die Feuchtigkeit, wenn man den Tabak dann mal ordentlich umgerührt hat und im Kopf verteilt hat, passt auf jeden Fall. Es ist noch ein Ticken viel Molasse. Sie könnten sich noch 1-2 Milliliter auf jeden Fall sparen. Aber es geht auf jeden Fall klar und gerade im Funnel ist das absolut kein Problem. Im Tonkopf sifft es manchmal ein bisschen, läuft aber in beiden Setups sehr, sehr gut. Der Schnitt ist mittel bis fein, lässt sich auf jeden Fall entspannt rauchen. Auch das geht wunderbar im Funnel als auch im Tonkopf. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 16,90 Euro für 200 Gramm. Also sind wir da noch bei den standardmäßigen 17 Euro, an die wir uns so gewöhnt haben das letzte Jahr. Und danach kommen wir auch direkt mal zu der Rauchentwicklung. Gebaut ist das Ganze übrigens im Mahalla Invoke V2 auf meiner weißen Alpha Hooker Model X. Ein Kalaut Lotus obendrauf mit zwei Kohlen drinne und eine noch auf Kipp. Und ich denke, man sieht es, Rauchentwicklung geht auf jeden Fall klar. Vielleicht geht es sogar noch ein Ticken mehr. Aber der Kopf ist jetzt auch schon ein paar Minuten an, deswegen am Anfang war das definitiv noch ein Ticken besser. Raucht auf jeden Fall sehr, sehr gut und vor allem lässt es sich auch angenehm rauchen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ihr habt auf jeden Fall kein Drücken, kein Kratzen, läuft wunderbar. Dann kommen wir als nächstes mal zum Geruch. Das Ganze soll ja ein Kirsche- und Drachenfruchttabak sein. Auf der Packung steht auch Cherry Skittles und Dragon Fruit. Viele reden ja immer nur von einem Kirschtabak, aber es soll tatsächlich auch Drachenfrucht drin sein. Ob er auch nach den beiden Sachen riecht, das wollen wir jetzt mal rausfinden. Vom Geruch her auf jeden Fall im ersten Moment schon mal eine extrem süße, leckere Kirsche, die eher so an eine Süßigkeitenkirsche erinnert. Ihr kennt bestimmt noch diese typischen Lutscher von früher, die man manchmal in der Apotheke oder an irgendwelchen Kassen bekommen hat, mit diesem Papierstiel, der sich dann einfach direkt noch im Mund auflöst, wenn man langsam ans Ende vom Lutscher angelangt ist. Genau so riecht die Kirschnote aus diesem Tabak. Die Drachenfruchtnote vermisse ich so ein bisschen. Ihr habt so eine leicht säuerliche Note noch mit dabei, aber eher so im Hintergrund. Ich würde sagen, vielleicht kommt diese säuerliche Note von der Drachenfrucht, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich da dran rieche und mir direkt denke, yo, da ist safe Drachenfrucht mit drin. Vom Geschmack her hoffe ich auf jeden Fall, dass die Drachenfrucht vielleicht noch ein bisschen krasser durchkommt, weil ich feiere Drachenfrucht in Shisha-Tabak. Es gab schon von True Passion den Drachenfrucht-Tabak, den habe ich abnormal geliebt. Da habe ich mir sogar ein Kilo von geholt, weil ich den so gut fand. Deswegen hoffe ich vielleicht, dass da auch noch ein bisschen mehr Drachenfrucht mit drin ist. Die Kirsche also auf jeden Fall lecker, intensiv, sehr süß. Und erinnert definitiv an so eine Süßigkeitenkirche. Aber ich muss auch dazu sagen, ich wüsste jetzt nicht, ob ich da halt direkt sagen würde, yo, das ist safe mit Skittles. Ich muss auch dazu sagen, ich kenne gar nicht diese Kirsch-Skittles, die übrigens Black Cherry heißen. Aber vom Geruch auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ich nehme noch zwei Züge und dann kommen wir zum abschließenden wichtigsten Punkt, dem Geschmack. Geschmacklich kommt das Ganze auf jeden Fall schon sehr, sehr nah an den Geruch ran. Ich finde, er ist ein Ticken frischer im Geschmack, als das beim Geruch der Fall war. Ich finde auch, dass die Drachenfrucht mehr durchkommt als im Geruch, was mich auf jeden Fall freut. Ich habe es ja eben erzählt, Drachenfrucht feiere ich eigentlich immer im Shisha-Tabak und auch bei dem kommt die Drachenfrucht definitiv raus. Man hat sogar die ersten paar Züge von dem Kopf immer so diesen relativ ähnlichen Geschmack zu dem Drachenfrucht-Tabak von True Passion, falls ihr den noch kennt. Das freut mich auf jeden Fall. Ich finde es geil, dass die Drachenfrucht doch durchkommt, obwohl jeder immer nur über Cherry Skittles redet. Abschließend sei auf jeden Fall noch gesagt, schmeckt sehr lecker, kann man definitiv weiterempfehlen. Ich rauche ihn sehr, sehr gerne. Ich kann mir gut vorstellen, da noch einige Dosen von zu holen. Auf jeden Fall wieder ein gelungener Tabak aus dem Hause Hukain. Leute, am Ende sei noch kurz gesagt, nur 35% der Leute, die diese Videos gucken, lassen auch ein Abo da. Das heißt, wenn ihr noch dazugehört zu den 65%, die noch nicht abonniert haben und ihr wollt mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun, loggt euch gerade in euer Google-Konto ein oder erstellt euch gerade einen YouTube-Account und lasst da unten noch ein Abo da. Würde dem Channel auf jeden Fall weiterhelfen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Review wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.